Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise Son of Rome. In der letzten Folge haben wir den totalen Angriff überstanden. Jetzt sind wir immer noch auf dem Weg, um unseren Khan zu unterstützen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Weiter geht's hier. So, wo ist er da? Wo müssen wir jetzt lang? Laufen wir hier lang. Ah, hier die Leiter hoch. Okay, alles klar. Ach, da sind ja noch welche, die habe ich gar nicht gesehen. Nimm das. Bitteschön. So, alles klar, weiter geht's hier. Wo müssen wir lang? Da. Okay. Der Sonnenbursche, Moment. Den habe ich was. Den brauchst du nicht mehr. Legt euch echt bei den Falschen an. Komm her, Bursche. Ach man. So. Jetzt der Dicke noch. Alles klar, super. Der unzählige Leichen hier. So viel Tod. So viel Blut. Das Messer hier rausziehen, können wir irgendwie helfen. Ich war das nicht. Gucken, ob hier noch irgendwo vielleicht was rumliegt. Sieht aber erstmal nicht so aus. Laufen wir mal hoch. Vitalion ruft zum Rückzug. Wir müssen zurück zum Gerichtsgebäude. Finde einen Weg zum Gerichtsgebäude. Okay, alles klar. Wir stecken hier fest. Ihre Schützen haben sich verschanzt. Diese Barbaren wollen einfach nicht aufgeben. Führe deine Formation über den Kanal. Okay. Dann geht das jetzt hier los. Auf meinen Platz, Jungs. Fadi ist da. Feuer frei hier. Ein einzigen nur. Müssen noch ein Stück dichter ran. Die kommen jetzt auch noch unterschiedlich hier. So, jetzt erwischen wir ein paar. Das sollte für den Rest genügen. Alles klar, das sieht gut aus. Weiter geht's. Ihr da! Treibt alle Überlebenden zusammen und zieht euch zurück! Der Rest hält diese Brücke zum Rückzug offen. Ich suche Vitalion beim Gerichtsgebäude. Ja, Herr!
Genau, ich mach das. So, dann schauen wir uns mal hier um. Können wir hier rüber? Ja. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Aber wir können hier runter, oder? Nein. Okay. Anscheinend müssen wir dann doch hier hinten lang. Da kommen wir nicht hoch. Okay, dann, ja, dann laufen wir hier hoch. Dann nehmen wir den Weg. Ach, guck mal, da vorne ist wieder was. Sehr gut. Wieder eine neue Sehenswürdigkeit freigeschalten. Dann nehmen wir einfach mal die Leiter. Oh, da drüben ist ja richtig Action. Was mit ihm hier? Er hat's wohl nicht überlebt. Na denn. Ach, wart. Oha. Scheiße. Mehr. Zu spät. Auch zu spät. Das kam schon, wenn man schon ganz andere besiegt. Moment. Sauber. So, hier war noch irgendwo eine. Bam. Wen haben wir hier noch? Die machen wir es genauso. So, sehr gut. Mann, verpiss dich. Komm schon. Spring doch nicht so. Da hast du ihn. So. Hüpfen wir mal hoch. Er barrikadiert diesen Eingang. Wir müssen uns für den nächsten Angriff waffnen. Marius, komm, folge mir. Die Götter verschaffen uns eine Atempause. Ja dann, los geht's. Wohin? Folge Vidalion. Ja, dann. Soll er mir einfach mal folgen. Trödelt der denn hier? Ja, warte, ich lass dich mal durch. So. Entschuldige bitte der Herr. York ist verloren.
Wir müssen so viele unserer Männer hier herausbekommen wie möglich. Der Fluss ist der einzige Ausweg. Wir bringen sie auf das Schiff aus Rom. Es ist gepanzert und wird allem widerstehen, was die Barbaren zu bieten haben. Nein, sie müssen auf den anderen Booten unterkommen. Commodus und seine Wachen sind mit dem Kriegsschiff geflüchtet. Sie waren als Erster am Hafen und haben auf ihrer Flucht Frauen und Kinder weggestoßen. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Wir sind von allen Bezirken abgeschnitten und versuchen, die Brücken zu halten, aber die meisten von uns wurden evakuiert. Gut. Wenn alle in Sicherheit sind, werden wir York mit dem letzten Boot verlassen. Verstanden? Ja, Herr. Marius, hier lang. Ja. Okay, ich komme. Ich wollte nur mal schauen hier. Entschuldigung. Wir müssen hiervon berichten. Am besten dem Senat. Commodus wird für seine Taten büßen müssen. Richtig. Was ist das? Ach, Sonntag, okay. Hier ist alles extrem gesichert. Oh, Katapulte. Oder was übernimm denn das? Das Kommando, Marius. Erreiche unsere Männer auf der Brücke und bring sie zurück. Ich kümmere mich um die Evakuierung. Ihr da. Zurückziehen. Wir holen euch hier raus. Ich nehme den Skorpion und gebe euch Deckung. Ihr da. Zieht mich zum linken Ufer zurück. Zieht, Männer. Los. Feuer frei hier. Oh, viele. Scheiße. Echt aufpassen hier. Hat nicht mehr viele Truppen. Da erwischen wir noch, bevor die abhauen. So, das sieht gut aus. Kommen wir zum Schiff, okay. Zu den Booten, Männer. Dann lauf. Hier geht's nirgendwo hin. Feiglinge! Ah, komm, lass nicht. Ach Mann, ey. Du Wichser. Komm schon ran hier, los. Das ist für dich. Oha. Geh, Marius. Ich halte sie auf, bis das Schiff fort ist. Nein. Ihr müsst gehen. Ihr müsst leben. Der Senat wird euch anhören. Ihr seid der Kommandant, Sie müssen! Nun geht! Na super. Jetzt darf ich mich darum auch noch kümmern. Halte die Barbarenhorde auf. Ja, okay. Ist noch nicht ganz wie. Aber wir haben ja hier. Moment. Einer hier.
sie raus, das Ding da. Nächster bitte. Oha, mega lag gerade. Wir müssen das so machen, Anders. Das ist echt schwierig. Mann hier. Immer mehr hier. Aber wir packen das schon. Das war hiermit. Nimm das. Super, da geht's hier. Einer ist noch. Oh, zwei sogar noch. Ich glaube, die kriegen wir so fertig. Sollte der letzte gewesen sein. Das war hart. Da freuen sich die Burschen. Damokles war ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn. Nemesis, die Rachegöttin, gestattete Damokles als Rachegeist auf die Welt zurückzukehren. Als Centurio, in pechschwarzer Rüstung, der die Generäle, die ihn verraten hatten, bis auf den letzten Mann auslöschte. Damokles. Es geht schon weiter, alles klar. Du bist ein General Roms. Ich habe dich hierher gebracht, um mich vor Damokles zu schützen. Aber du bist Damokles! Götter helft! Du bist Damokles! In der Tat.
und meine Geschichte ist fast zu Ende. Ich war besessen von einem Gedanken, einem einzigen Wunsch. Dem Wunsch nach Rache. Rache gegen Kaiser Nero, der meine Familie abschlachten ließ. Rache gegen seine abscheulichen Söhne, die meine Legion verrieten! Um meine Rache auszuüben, musste ich dahin zurückkehren, wo alles begann. Nach Hause. Auf meiner Reise nach Rom umgab mich die Gefahr. Das Verderben Britanniens hatte auch diese Stadt erreicht. Hungernde Flüchtlinge aus dem einst freien Rom füllten die Straßen und erzählten von Raub und Folter. Das Gesetz lag in Trümmern. Mein einziger Lebenszweck war es, nach Rom zurückzukehren und euer Unheil zu beenden, Nero. Zu verhindern, dass ihr mein geliebtes Rom vernichtet und es dem Volk zurückzugeben. Was eine Kehrtwende. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dieser Typ da ist. Warum? Aber wie das hier weitergeht, liebe Freunde, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.